Jetzt noch ein anderes Thema, nämlich wir wollen das Gram-Schmidt-Verfahren, da wollen wir hinsteuern. Und dazu brauche ich als allererstes den Begriff der orthogonalen Projektion, auch wieder in einem allgemeinen euklidischen Vektorraum, die wollen wir jetzt besprechen. Also vielleicht, bevor wir jetzt anfangen, erkläre ich das erstmal überhaupt am Bildchen. Also wir haben einen Vektor x und einen Vektor y und ich will jetzt die senkrechte oder orthogonale Projektion von y auf das x berechnen. Wie geht das? Ja, ich falle hier das Lot von y auf x senkrecht. Also ich mache die orthogonale Projektion und dann kommt der Vektor p raus. Das ist dann meine orthogonale Projektion von y auf x. Das stellt man sich vor. Und wie könnte man denn das charakterisieren? Wir wollen es jetzt wieder allgemein definieren in einem allgemeinen euklidischen Vektorraum. Das geht folgendermaßen. Also sei V Sigma ein allgemeiner euklidischer Vektorraum und x, y zwei Vektoren aus dem Vektorraum. Also so wie in diesem Bildchen hier. Dann heißt P, also da stelle ich mir die Projektion vor, diese senkrechte. Dann heißt das P aus V die orthogonale Projektion von y auf V. Denken Sie an dieses Bildchen. Jetzt kommt die mathematische Definition. Genau dann, wenn folgende zwei Bedingungen erfüllt sind. Ja, das p liegt in der linearen Hülle von x. Das heißt ja nichts anderes. P ist ein Vielfaches von x. Also es liegt in dieser Geraden drin. In dieser Geraden, die von x erzeugt wird. Und zweitens, das ist ja noch nicht eindeutig bestimmt. Das kann ja jetzt irgendein Vielfaches von x sein. Und zweitens, dass y minus p senkrecht auf x steht. Dann habe ich genau die orthogonale Projektion. Warum das? Was ist denn das y minus p? Das heißt ja, dass y und minus p, das heißt, das p negativ hier angesetzt, das wäre genau dieser Vektor. Das y minus p wäre eigentlich genau dieser Vektor hier. Und der soll jetzt senkrecht auf x stehen. Wenn das gilt, dann habe ich die senkrechte Projektion. Wenn das p zum Beispiel ein bisschen zu lang wäre, dann wäre y minus p, würde diese Richtung haben, dann würde es nicht senkrecht stehen. Also das p ist genau so, wie ich es mir vorstelle, wenn diese beiden Bedingungen erfüllt sind. Ja, und das kann ich eben formulieren in einem allgemeinen euklidischen Vektorraum. Das ist lineare Hülle, das hat überhaupt nichts mit euklidisch zu tun, da brauche ich gar kein Skalarprodukt. Erst hier steckt das Skalarprodukt Sigma drin beim Senkrechtstehen. Dieser Vektor steht senkrecht auf diesen hier, das heißt, das Skalarprodukt von diesem Vektor mit diesem ist 0. Gut, so komme ich zu dieser Definition. Und wie gesagt, das Bildchen hier ist ja immer bloß im R hoch n mit dem Standardskalarprodukt, dann ergibt sich das so schön, wie ich es jetzt hier aufzeichne. Das können aber auch Polynome sein und das kann zum Beispiel ein Integral sein und dann ist es gar nicht mehr so zu zeichnen. Jawohl, jetzt ein paar Formeln, wie ich das p direkt berechnen kann. Das wollen wir uns jetzt überlegen. Also folgende Übung: Zeigen Sie die Projektion p. Da oben, das war meine orthogonale Projektion, lässt sich berechnen als, ja, das muss ja ein Vielfaches von x sein. Und welches Vielfache, was ist das richtige Lambda sozusagen, was ist der richtige Vorfaktor? Das ist dieser hier. Den kann man berechnen über Sigma xy geteilt durch Sigma xx. Ja, warum schaut das Ding gerade so aus? Und auch noch sollte man dazu sagen, es geht natürlich nur, wenn x ungleich 0 ist. Beim Nullvektor, da geht das eben nicht so, weil dann hätte man hier im Nenner eine 0. Deswegen gilt diese Formel nur für x ungleich 0. So, probieren Sie das mal. Sie müssen jetzt hier natürlich diese Bedingung hernehmen und auch noch diese hier. Das war jetzt vielleicht gar nicht so leicht. Also man muss jetzt beide Bedingungen hernehmen für das p und zeigen dann, dass es von dieser Form ist. Gut. Also zuallererst wegen dem hier weiß ich, dass p ist ein Vielfaches von x. Das heißt, das ist aus der linearen Hülle von x. Das heißt, das ist ein Vielfaches von x. Das heißt, es gibt ein Alpha aus R. Ich habe den Vorfaktor jetzt einfach mal Alpha genannt, sodass p gleich Alpha mal x ist. Und was ich dann noch zeigen muss, ja, dann habe ich es ja schon eigentlich schon fast. P ist Alpha x, das heißt, P ist das Alpha, muss dann gleich das sein. Das ist mein Vorfaktor. Das ist eine reelle Zahl hier. Also Skalarprodukt gibt eine reelle Zahl. Unten ebenso, dann habe ich ein Verhältnis von zwei reellen Zahlen. Okay. Ich muss dann nur noch zeigen, dass Alpha gleich diese Zahl ist. Gut, und dazu muss ich jetzt irgendwie das hier benutzen.
Was heißt denn senkrecht stehen? Das heißt, das Skalarprodukt von diesem Vektor mit diesem Vektor muss 0 sein. Das habe ich jetzt aufgeschrieben. Wegen zweitens ist Sigma von dem Vektor y minus p mit dem Vektor x. Das muss 0 sein nach Voraussetzung. Und jetzt nehme ich noch her, dass das p gleich Alpha x ist. P ist dann Alpha x. Das habe ich jetzt hier eingesetzt. Und dann habe ich wieder die Bilinearität benutzt. Dann steht links da Sigma von yx, Sigma von yx, dann das minus Alpha habe ich dann gleich rausgezogen. Und dann bleibt hier Sigma xx übrig. Also einfach die Bilinearität von dem Sigma hergenommen. Ja, und dann kann man es einfach auflösen. Dann bringe ich sozusagen das hier nach rechts rüber, teile dann durch das Sigma xx. Das darf ich tun, weil x ungleich 0 ist. Und dann habe ich es dastehen. Alpha ist dann Sigma yx durch Sigma xx. Und die zwei könnte ich noch umdrehen, weil es symmetrisch ist. Dann habe ich genau das hier. Und ich bin fertig. Genau. Also Sie müssten halt das jeweils aufschreiben, was das heißt hier. Gut. Das auch merken, das ist auch eine Berechnungsformel, ne? Wie Sie die Projektion von y auf x berechnen, Sie müssen das hier tun. Sie müssen das, können das direkt berechnen, die Projektion. Jawohl, als nächstes will ich jetzt die Projektion von einem Vektor auf einen Unterraum will ich definieren. Beziehungsweise, ja, ich habe es jetzt hier mal erklärt gleich. Also folgende Definition: Sei V Sigma ein euklidischer Vektorraum und x1 bis xn Vektoren aus dem Vektorraum und y ebenso ein Vektor aus dem Vektorraum. Dann heißt wieder das P die orthogonale Projektion von y auf den Unterraum erzeugt von den Vektoren x1 bis xn. Also die lineare Hülle dieser Vektoren, die erzeugen ja einen Unterraum. Ja, genau dann, hier kommt die Definition, vielleicht erkläre ich kurz das Bildchen. Ich habe jetzt hier ich kann sie nur zeichnen im dreidimensionalen, das heißt, der Unterraum, dass man was erkennt, sollte zweidimensional sein. Also diese lineare Hülle x1 bis x2, hier in der Definition steht es ja bis xn, ich habe es hier gezeichnet für x1 und x2 nur und habe gesagt, was die Projektion von y auf diesen Unterraum ist, ne? Das ist ja dann diese Ebene hier. Das ist folgendes. Ich muss sozusagen senkrecht zur Ebene projizieren. Was heißt jetzt hier senkrecht zur Ebene? Das heißt ja, dass y minus p wieder muss senkrecht stehen auf dem x2, das ist dieser rechte Winkel, und das y minus p, also dieser Vektor hier, muss senkrecht stehen auch auf dem x1. Also auf allen Erzeugenden muss das senkrecht stehen und dann steht es auch senkrecht auf der Ebene. Das stelle ich mir da vor. Und dann ergibt sich insgesamt diese Projektion hier, die rot eingezeichnet. Also das ist nicht die Projektion auf x1 oder x2, sondern auf die ganze Ebene, auf den ganzen Unterraum. So, mathematisch sauber definiert ist es jetzt wieder das hier. P ist in der linearen Hülle von x1 bis xn, also analog zu oben eigentlich. Hier habe ich nur einen Vektor, Projektion auf das x. Hier habe ich die Projektion. Also wenn Sie so wollen, ist das ja ein Spezialfall. Da oben ist der Unterraum erzeugt von einem Element, das ist eine Gerade. Das obere ist ein Spezialfall von dem unteren. Hier P muss Element von der linearen Hülle von x1 bis xn sein, das heißt von dieser Ebene, oder das ist ja dann höherdimensional wahrscheinlich, also von diesem Unterraum sein. Und zweitens das y minus p, da stellen Sie sich diesen Vektor dann vor, der muss wieder senkrecht stehen auf dem ganzen Unterraum. Ja, was heißt das? Der muss senkrecht stehen auf jedem Erzeugenden des Unterraums. Für alle i muss er senkrecht stehen auf xi.
Gut, das ist die Definition, das hier, und das stellen Sie sich darunter vor. Und jetzt wieder die Frage, wie kann ich denn jetzt in diesem Fall das P berechnen? Und da sehen Sie schon, was passiert. Das P wird irgendeine Linearkombination sein, steht ja auch hier. P ist in der linearen Hülle drin, das heißt, P muss eine Linearkombination von x1 bis xn sein. Die Frage ist, wie können Sie jetzt Ihre Vorfaktoren berechnen? Und das geht jetzt folgendermaßen. Dazu habe ich wieder eine Übungsaufgabe formuliert, die aus zwei Teilen besteht. Sind die xi und die xj paarweise senkrecht? Also ist xi senkrecht xj für alle i ungleich j? Paarweise müssen die senkrecht stehen. Diese Dinger hier vom Unterraum. So kann man die schön berechnen. So gilt folgende Berechnungsformel. P ist gleich, ja, Linearkombination der xi mit den Vorfaktoren. Ja, jetzt kommt's. Also ich habe die Summe von i gleich 1 bis n. Der Vorfaktor bei xi ist dann eben Sigma xi y und Sigma xi xi. So, und diese Formel sollte die Verallgemeinerung von dem hier sein. So, hier habe ich nur ein x1 sozusagen und unten habe ich mehrere. Dann bekomme ich hier eine Summe von den xis. So ist das hier. Der Beweis ist auch recht ähnlich. Werden wir gleich sehen. Und dann kann ich diese Formel noch ein bisschen vereinfachen im Falle, wenn x1 bis xn ein ONS bilden. Gut, orthogonal waren sie ja hier auch schon. Das war hier oben schon erfüllt. Aber wenn sie noch normiert sind, dann kann ich natürlich, dann ist der Nenner hier oben gleich 1. Wegen dem normiert muss man sich aufschreiben, was normiert heißt. Und dann fliegt einfach der Nenner da weg. Dann habe ich die gleiche Formel. Also das B folgt aus A wegen dem normiert sein. Jawohl, probieren Sie das auch wieder mal. Die Aufgabe C habe ich jetzt vergessen zu sagen. Die geht so, ist xi senkrecht zu xj für alle i ungleich j und zusätzlich sollen auch die xi ungleich 0 sein, so sind die linear unabhängig, die x1 bis xn. Also das heißt, wenn die alle senkrecht stehen, sind sie auch linear unabhängig. Das brauchen wir auch später noch. Gut, aber jetzt wollen wir das lösen. Schauen wir uns die a an. Da will ich die folgende Formel für die Projektion herleiten. Diese hier, das folgt aber wieder aus diesen beiden Eigenschaften. Also zuallererst mal war die Projektion aus der linearen Hülle von x1 bis xn. Das heißt, P ist Linearkombination von x1 bis xn. Das schreibe ich jetzt mal auf. Also wegen erstens ist P Linearkombination von x1 bis xn. Das heißt, ich kann P schreiben als Summe von i gleich 1 bis n, Alpha i xi für gewisse Alpha i aus R. Also sind einfach die Koeffizienten, die sich da ergeben bei der Linearkombination. So, und jetzt wegen zweitens, was war zweitens nochmal? Das y minus p, das war ja dieser Vektor hier, der muss senkrecht stehen auf allen xis. Das heißt, das Skalarprodukt muss 0 sein. Also das habe ich jetzt aufgeschrieben. Wegen zweitens gilt für alle j, da nehme ich jetzt einen anderen Index, dass man da nicht mit diesem Index hier durcheinander kommt. Muss der Vektor y minus p senkrecht auf dem Vektor xj stehen. Für alle j zwischen 1 und n. Ich habe den jetzt einfach als j umbenannt, den Index, weil dass man da nicht durcheinander kommt mit diesem i hier, mit dem Summationsindex hier. Gut, und das muss 0 sein. Senkrecht stehen heißt, Skalarprodukt der beiden muss 0 sein. Da habe ich das Senkrechtzeichen drüber gemacht. Jetzt macht man das p. Also jetzt schreibt man das P eben aus. Das war ja eine Linearkombination der xi. Das habe ich jetzt einfach hier hingeschrieben. Und macht
Jetzt hier hat man ja eine Summe und sogar noch eine Summe. Das ganze Ding ist linkslinear, also in der linken Komponente habe ich so eine Summe, die löse ich jetzt einfach auf. Also zuallererst mal das y minus p, das heißt, das ist Sigma y minus Sigma das p hier. Das p hatte ich eben als diese Summe geschrieben und nochmal im zweiten Schritt nochmal linkslinear. Die Summe kann man natürlich rausziehen und auch das den Vorfaktor Alpha i kann man auch rausziehen. Dann habe ich insgesamt das hier, das minus diese Summe hier. Jetzt ist aber noch eine Voraussetzung. Xi war senkrecht auf xj. Das habe ich jetzt hier aufgeschrieben. Da gibt es jetzt zwei Fälle. Wenn i ungleich j ist, dann war ja xi senkrecht zu ij. Und das heißt, senkrecht stehen heißt, das Skalarprodukt ist dann 0. Nur im Falle i gleich j bleibt dann, ist diese Zahl hier, das ist ja ein Skalar, ne? Das ist das Skalarprodukt der beiden Vektoren, ergibt dann eine reelle Zahl. Nur im Falle i gleich j ist das, da bleibt das dann stehen. In allen anderen Fällen ist es 0. Das heißt, hier bleibt dann stehen am Ende das hier, also dieser Teil minus und von dieser Summe hier bleibt nur der Termin i gleich j ist. Also Alpha j Sigma xj xj bleibt dann hier stehen. Alle anderen Summanden sind 0. Gut, und dann habe ich es ja eigentlich schon dastehen. Jetzt bin ich wieder, dass das hier gleich 0 ist. Dann kann ich nach dem Alpha j einfach auflösen. Und xj, weil xj nicht 0 war, kann ich dadurch, kann ich dann durch dieses Skalar hier teilen. Dann ist das hier nämlich auch ungleich 0. Und Alpha j ist dann Sigma yxj durch Sigma xj xj. Und das ist genau das, was ich zeigen sollte. Also in dieser Linearkombination sind diese Alphas eben genau das hier. Oben kann ich auch noch umdrehen. Dann komme ich genau auf diese Formel hier. Das sind meine Alpha j, sind genau diese Dinger da. Jawohl, dann ist erstens A gezeigt. Dann zur B. Wie gesagt, habe ich ja auch schon kurz erwähnt. Das folgt dann direkt aus der A, wenn die noch normiert sind. Folgt aus Bar, also wenn die normiert sind, das heißt, alle xi haben Länge 1. Was war die Länge nochmal? Die Länge war ja die Wurzel Sigma xi xi. Und wenn ich das quadriere, steht da Sigma xi xi gleich 1. Ja, wenn, das heißt, alle Nenner in dieser Formel sind 1. Diese Nenner hier sind 1. Das heißt, das ergibt dann diese Formel hier. Okay, also b folgt direkt aus a, wenn die Längen 1 sind. Das heißt, die sind 1. Und noch c ist xi senkrecht auf xj und das xi ungleich 0 und alle xi ungleich 0, das hätte ich noch zusätzlich fordern sollen, so sind alle x1 bis xn auch linear unabhängig. Das muss ich jetzt auch noch zeigen. Also, wie zeige ich linear unabhängig? Linear unabhängig, dann nehme ich eine Linearkombination der 0, also Lambda 1 x1 bis Lambda n xn gleich 0, der Nullvektor. Und ich muss jetzt zeigen, alle Koeffizienten sind 0. Wie kriege ich das raus? Das kriege ich raus, indem ich jetzt das Sigma xi, also indem ich das einfach beides einsetze. Hier, dann muss ja das auch gleich sein. Und ich wende das darauf an, diese Abbildung, je nachdem, wie man es sieht. Also ich wende Sigma xi an auf dieses Element und Sigma xi auf das Element. Also ich setze das einfach beides ein in diese Funktion hier auf der rechten Seite. Gut, was ergibt sich dann? Also rechts, das Ding war bilinear. Wenn eine 0 vorkommt, dann ist das Ergebnis die Zahl 0. Ja, das hatte ich auch schon mal bewiesen. Ich mache es kurz nochmal. Warum ist das so bei Linearität? Wenn ich die 0 einsetze, dass der 0 rauskommt, muss so sein. Gehen wir es nochmal ganz schnell durch. Ich habe Sigma xi 0. Dann schreibe ich anstatt der 0, schreibe ich 0 plus 0. Also 0 Vektor doppelt. Jetzt war es linear. Dann kann ich das auseinanderziehen. Speziell hier rechts linear. Und dann ziehe ich einmal das Sigma xi 0 ab auf beiden Seiten. Da kommt links 0 raus und rechts kürzt sich es einmal weg. Einmal bleibt stehen. Dann habe ich, das muss 0 sein. Der Beweis funktioniert bei allen linearen Funktionen so. Die 0 wird immer auf die 0 abgebildet.
Gut, also die rechte Seite ist 0. Die linke Seite, da habe ich jetzt wieder die Rechtslinearität ausgenutzt. Das ist dann Sigma xi x1, xi xn, xi x1, xi xn. Und das jeweilige Lambda ziehe ich noch davor, Lambda i1 und das Lambda n hierhin. Dann habe ich diese Summe hier. Und jetzt war ja wieder die Voraussetzung, dass das xi senkrecht auf dem xj steht. Das heißt, hier fliegen alle weg, bis auf den Fall, wo i gleich j ist. Also wenn i ungleich j ist, dann stehen die senkrecht. Das heißt, dann ist das Skalarprodukt 0. Da bleibt dann nur der i-t-Term stehen. Also da bleibt dann nur übrig Lambda i Sigma xi xi, wenn ich das xi hier anwende. Okay? Also steht dann insgesamt da Lambda i Sigma xi xi. Dieser Term muss gleich 0 sein, den habe ich unterstrichen und den, dass man sieht, der hier muss gleich dem hier sein. Und jetzt gibt es den Fall, das sind ja zwei Skalare. Jetzt gibt es die zwei Fälle, jetzt kann, wenn ein Produkt von zwei reellen Zahlen gleich 0 ist, dann muss ein Faktor 0 sein. Es kann entweder das 0 sein oder das 0 sein. Ja, aber das hier kann nicht 0 sein. Warum das? Ja, weil wenn xi nicht 0 war, dann war ja mein Skalarprodukt war positiv definit. Das heißt, das ist sogar echt größer 0, insbesondere ungleich 0, weil xi nicht 0 war. Das hatte ich hier noch nachträglich reingeschrieben. Das muss man auch noch fordern. Klar, dann können sie auch nicht linear unabhängig sein, wenn da der Nullvektor dabei ist. Gut. Dann ist das nicht 0, dann muss Lambda i gleich 0 sein. Und das ganze Spiel kann ich jetzt nicht nur für dieses eine xi wiederholen, sondern das gilt jetzt für alle i gleich 1 bis n. Das heißt, das mache ich für x1, das mache ich für x2, das mache ich für x3, den gleichen Trick und kriege raus Lambda 1, Lambda 2, Lambda 3 gleich 0. Dann habe ich alle Lambdas gleich 0 insgesamt. Und das heißt, x1 bis xn sind linear unabhängig. Jawohl, also das am Rande hat, das hier hat jetzt nichts mit der Projektion zu tun. Das habe ich hier einfach so reingeschmuggelt. Das ist auch wichtig. Wenn Vektoren denn senkrecht stehen, dann sind sie auch linear unabhängig. Das brauchen wir später noch. Die zwei oberen, das waren Formeln für die Projektion. Jawohl. Dann will ich noch Folgendes sagen. Ich komme jetzt zu dem Begriff der Orthonormalbasis. Eine sehr schöne Basis besteht aus einem orthogonalen System. Also was ist eine Orthonormalbasis? Das ist eigentlich nichts anderes, kommt auch gleich in der Definition. Das ist eine Basis, die zusätzlich noch ein ONS ist. Das habe ich jetzt auch aufgeschrieben. Definition sei V Sigma ein euklidischer Vektorraum. Das heißt, Sigma ist ein Skalarprodukt auf dem Vektorraum und x1 bis xn Vektoren aus dem Vektorraum V. Dann heißen die Vektoren x1 bis xn eine Orthonormalbasis, abgekürzt eine ONB. Weil es auch wieder so ein langes Wort ist, hier die Abkürzung. Genau dann, wenn Folgendes gilt, ja. Für jeden Buchstaben habe ich eigentlich eine Eigenschaft. X1 bis xn bilden erstens natürlich das B, eine Basis von dem Vektorraum V. Und zweitens, O und N muss auch noch erfüllt sein, ein ON-orthogonales System. Was steckt hier drin? Hier steckt drin, die müssen paarweise orthogonal stehen. Also x1 mit allen anderen und so weiter. x2 mit allen anderen und so weiter. Und x3 mit allen anderen und so weiter. Und sie müssen alle die Länge 1 haben. Sie müssen auch noch normiert sein. Also ONB, da haben Sie mit den drei Buchstaben alles, was Sie brauchen. Sie haben eine Basis, sie müssen normiert sein und sie müssen paarweise orthogonal stehen. Das ist eine Orthonormalbasis. Und warum ist das jetzt eine schöne Basis, außer mit diesen Eigenschaften? Ja, weil man dann zum Beispiel
die Koordinaten direkt berechnen kann. Also es gilt dann nämlich folgender Satz: Seien x1 bis xn eine Orthonormalbasis von einem Vektorraum V. Das muss dann natürlich ein euklidischer Vektorraum sein, sonst könnte ich das On gar nicht definieren. Dazu brauchte ich ja das Skalarprodukt für senkrecht stehen und die Längenberechnung brauche ich das Skalarprodukt. Dann lässt sich jeder weitere Vektor V aus V schreiben als V ist Linearkombination der x1 bis xn. Allerdings sind die Koordinaten in dieser Basis, also die Koeffizienten in der Basisdarstellung, die lassen sich berechnen oder lassen sich direkt angeben als Sigma xi v. Und das ist eben hier die Besonderheit. Also um hier die Koordinaten bezüglich einer ONB zu berechnen, müssen Sie jetzt kein LGS lösen, zum Beispiel beim R hoch n, sondern Sie können einfach ein Skalarprodukt berechnen. Ein Skalarprodukt von xi mit dem Vektor v. Das ist dann die Koordinate bezüglich xi. Also v ist dieser Vektor, den Sie darstellen wollen, und xi der jeweilige Basisvektor. Ich habe hier noch aufgeschrieben, die Koeffizienten in der Basisdarstellung, das sind ja die Koordinaten und die können Sie mit dieser Formel direkt berechnen. Ja, das lässt sich dann ganz leicht beweisen. Mithilfe der Projektion, da V ja bereits in der linearen Hülle von x1 bis xn ist. Warum das? Ja, das war ja eine Basis vom ganzen Vektorraum. Das heißt, jedes V ist ja dann Linearkombination von x1 bis xn. Und wenn man sich jetzt da die Projektion anschaut, von V auf diesen Unterraum, so muss der Vektor, weil der schon da drin liegt, und die orthogonale Projektion auf den Raum, wenn es drin liegt, ist natürlich der Vektor selbst. So ist V gleich P selbst seine senkrechte Projektion auf x1 bis xn, auf die lineare Hülle davon. Ja. Also ein Bildchen dazu vielleicht nochmal angeschaut, dann ist das, glaube ich, klar. Wenn y selbst da drin liegt, dann ist die Projektion der Vektor selbst, weil dann ist ja y minus p ist dann der Nullvektor. Der Nullvektor steht bereits senkrecht auf allen. Das folgt dann ziemlich schnell daraus. Und wenn ich das dann habe, dann gilt eben diese Formel. x1 bis xn war ein ONS. Und dann gilt diese Formel hier. Mein Vektor v ist ja in dem Fall die Projektion. V ist gleich p ist gleich das hier. Und das war genau das, was ich zeigen sollte. Fertig. Das folgt jetzt direkt daraus. Also diese Form hier. V, das war die Projektion und die Projektion war das hier. Gut. Folgende Übung noch dazu, dass Sie sehen, wie man das anwendet. Zeigen Sie für diese beiden Vektoren aus dem R-Quadrat x1 ist 1 durch Wurzel 2, 1, 1, x2 ist 1 durch Wurzel 2, minus 1, minus 1, 1. Erstmal x1 und x2 bilden eine ONB des R-Quadrat bezüglich dem Kringel. Das ist das Standardskalarprodukt. Und b stellen Sie v gleich 5, 7 in der Basis. x1, x2 da. Also das ist ja die ONB. Das ist hier jetzt meine ONB. Erst sollen Sie zeigen, das ist die ONB und zweitens stellen Sie da diesen Vektor V dar. Das geht dann mit dieser Formel, wenn Sie wissen, dass es eine ONB ist. Probieren Sie das mal. Jawohl, wir wollen zuerst zeigen, dass das eine ONB ist. Bezüglich des Standardskalarprodukts. Ja, wir haben mittlerweile ganz viele Begriffe, da darf man halt jetzt nicht durcheinander kommen. Versuche ich das jetzt mal nochmal in Ruhe zu erklären. Also x1 bis x2 bilden eine ONB. Also es sind ja drei Sachen. Orthogonal müssen die beiden Vektoren sein, normiert, Länge 1 haben und sie müssen eine Basis sein, das R-Quadrat. Aber aufgepasst, wir haben hier das Standardskalarprodukt. Also, ich prüfe, ich fange mal an mit dem O. Sie sind orthogonal. X1
senkrecht x2. Da muss ich das Skalarprodukt der beiden berechnen. x1 Standard, das ist der Kringel, Standard Skalarprodukt mit x2. Das sind diese beiden Vektoren. Und jetzt empfehle ich immer diese Vorfaktoren, weil das Ding ja bilinear ist, einfach nach vorne zu ziehen. Dann fliegen, wenn man da Wurzelausdrücke hat, die auch gerne weg zum Beispiel. Ja. Also auch bei der Längenberechnung hat man ja dann den immer doppelt. Dann fliegt das weg. Also die dann nicht jetzt rein multiplizieren und dann rechnen, sondern die gerne nach vorne ziehen. Also weil die 1 durch Wurzel 2 und 1 durch Wurzel 2, wenn man die multipliziert, kommt dann ein halb raus. Und dann muss ich nur noch das Skalarprodukt zwischen den beiden Vektoren hier berechnen. Und das habe ich dann hier hingeschrieben. Das geht jetzt aber einfach. Das ist ja das Standardskalarprodukt. Das ist 1 mal minus 1 plus 1 mal 1. Und das ist dann minus 1 plus 1 gleich 0. Und da kommt dann wirklich 0 raus. Das heißt, die stehen auch wirklich senkrecht. So, dann habe ich das O gezeigt. Mehr habe ich da nicht mehr Kombinationen. Bei drei Vektoren hätte ich ein bisschen mehr Arbeit. Da müsste ich x1, x2, x1, x3 und dann auch noch x2, x3 zeigen. Und hier bei 2 habe ich Gott sei Dank nur eines zu testen. Gut, dann folgt dann direkt schon draus, weil die beiden senkrecht stehen, sind sie auch linear unabhängig und die Dimension vom R² war ja 2, dann muss das schon eine Basis sein. Also da habe ich gezeigt, das ist schon automatisch eine Basis. Okay, das fällt sozusagen ab aus diesem Teil hier. Das habe ich hier gezeigt. Sind xi senkrecht xj, so sind die x1 bis xn linear unabhängig. Also wenn sie senkrecht stehen, sind sie auf jeden Fall linear unabhängig. Das kann man dann oft benutzen. Das kann man leicht nachprüfen, nur ein Skalarprodukt berechnen. Dann spare ich mir diesen Beweis der linearen Unabhängigkeit, ja, in der Anwendung von dieser Aussage. Jawohl, dann habe ich schon zwei Sachen. Das O habe ich, das B habe ich, das N brauche ich dann noch. Dann muss ich die beiden Längen berechnen. Die Länge von x1 und die Länge von x2 berechnen. Wie geht die Längenberechnung? Das ist ja Wurzel aus Skalarprodukt von dem Vektor mit sich selbst. Und hier das Gleiche, das 1 durch Wurzel 2 und 1 durch Wurzel 2, die ziehe ich nach vorne und bekomme das ein halb. Dann bleiben die zwei Vektoren übrig. 1 mal 1 plus 1 mal 1 ist 2. Dann habe ich 2 durch 1. 2 durch 2, das ergibt 1, Wurzel 1 ist 1. Das hat wirklich Länge 1, also x1 ist schon mal normiert. x2, das gleiche Spiel. Da kann ich natürlich auch, wenn ich weiß, das Standardskalarprodukt, kann ich natürlich auch das direkt berechnen. Einfach das eine zum Quadrat, die eine Koordinate zum Quadrat plus die andere Koordinate zum Quadrat. Davon die Wurzel ergibt dann auch 1. Ja, aber diese Formel, aufgepasst, gilt nur beim Standardskalarprodukt, die Pythagoras-Formel. Bei einem allgemeinen Skalarprodukt muss ich immer das tun. Ich habe jetzt hier mal beides gemacht. Gut, also ich habe jetzt gezeigt, dass es O ist erfüllt, das steht hier. Das N normiert, da steht x1 hat Länge 1, x2 hat Länge 1 und Basis folgt dann eigentlich aufgrund vom Senkrechtstehen und der Dimension. Ich habe genügend Vektoren, folgt dann, dass es eine Basis ist. So. Und jetzt Aufgabe B, da will ich diesen Vektor in der Basis schreiben. Das geht aber jetzt mit Hilfe von dieser Formel ganz leicht. Ich muss eigentlich nur Skalarprodukt von x1 mit dem Vektor v machen und x2 mit dem Vektor v. Also ich schreibe es mal auf. Also der Vektor 5, 7, das war ja mein Vektor v. Da habe ich jetzt die Summe aufgeschrieben. Ich habe die Summe von i gleich 1 bis 2, also zwei Summanden. Das wäre dann hier Sigma x1 v x1 Sigma x2 v mal x2. Also ich muss hier die Koordinaten, da habe ich jetzt, muss ich kein LGS lösen, ich kann hier einfach das Skalarprodukt berechnen. Das Skalarprodukt hier ist das Standardskalarprodukt und wenn ich, wo ist mein Vektor x1, wo habe ich ihn? Da oben. Das ist dann 1 mal 5 plus 1 mal 7, das ist 12. Und der Vorfaktor 1 durch Wurzel 2, der bleibt einfach stehen. Ich habe dann hier 12 durch Wurzel 2. Und hier der Vorfaktor, also hier der richtige Vorfaktor ist dann, oder die richtige Koordinate ist hier x2 Skalarprodukt v.
x2 steht hier. Dann habe ich hier minus 1 mal 5 plus 1 mal 7. Also 7 minus 5 kommt dann raus, das ist 2. Und der Vorfaktor, und dann hier steht noch ein Vorfaktor 1 durch Wurzel 2, den muss ich natürlich hinschreiben noch. Dann habe ich meine zwei Koordinaten rausgefunden mit Hilfe eines Skalarproduktes. Das ist das hier und das hier. Sie erinnern sich, wenn ich das direkt berechnen wollen würde, das mit dem, dann müsste ich ein LGS lösen, wo ich die Koeffizientenmatrix, die bilde ich aus diesen beiden Vektoren und die rechte Seite dieser Vektor, dann kann ich ja diese beiden Vorfaktoren, die Koordinaten, kann ich dann berechnen. Das ist mehr Arbeit, wie hier einfach ein Skalarprodukt oder zwei Skalarprodukte zu berechnen. Jawohl, und dann ja, könnte ich es auch noch weiter ausrechnen. Das könnte ich so schreiben. Aber Sie haben gesehen, wie es jetzt mit Hilfe von dieser Formel funktioniert. Wir kommen jetzt zu dem Thema Gram-Schmidt-Verfahren. Also wir haben vorhin gesagt, was ein ONS ist oder was eine ONB ist. Die Frage, also hier in dem Beispiel, das war eine ONB vom R-Quadrat. Die Frage ist, wie kann man sich denn eine errechnen? Also wie konstruiert man sich so ein ONS bzw. eine ONB? Und da gibt es ein Verfahren dazu, das ist das Gram-Schmidt-Verfahren. Das benutzt die Projektion, die wir auch gerade eben besprochen haben, die orthogonale Projektion. Mithilfe von der kann man sich da so ein ONS konstruieren. Das möchte ich kurz beschreiben, wie das funktioniert. Also folgender Satz von Gram-Schmidt: Seien x1 und xn linear unabhängige Vektoren im euklidischen Vektorraum V Sigma, Sigma das Skalarprodukt. Wichtig eben die Voraussetzung, dass die linear unabhängig sind, sonst funktioniert das nicht, das Verfahren. Und aus diesen Vektoren können wir uns dann eine ONS konstruieren. Also wir konstruieren uns aus diesen Vektoren x1, xn ein Orthonormalsystem b1 bis bn. Genau, also linear unabhängig ist schon mal gut, aber die müssen natürlich noch nicht senkrecht stehen und sie müssen noch nicht Länge 1 haben. Das fehlt ja noch für das hier. Orthogonalsystem heißt ja, die müssen paarweise senkrecht stehen und Länge 1 haben. Also was müssen wir mit den Vektoren machen? Wir müssen sie einerseits normieren und dann noch ein bisschen verdrehen, dass sie senkrecht stehen. Das sind eigentlich die zwei Sachen, die wir machen müssen. Und was dann rauskommt, sind eben b1 bis bn. Wir starten da so bei dem Verfahren. Zuallererst nehmen wir uns mal den ersten Vektor hierher. Der erste Vektor ist x1 und das definieren wir uns als unser a1. Also ich habe immer hier a1 und b1 als Hilfsvariablen definiert. Gut, den ersten Vektor nehmen wir her und mit dem müssen wir nichts weiter tun, außer wir müssen ihn normieren. Also wir nehmen dann dieses a1 gleich x1 und wir normieren diesen Vektor. Was heißt normieren? Wir multiplizieren mit dem Vorfaktor 1 geteilt durch die Länge. Dann hat er automatisch die Länge 1. Dann haben wir schon den ersten Vektor von unserem ONS, der Länge 1 hat. Wunderbar. Jetzt machen wir weiter. Wir nehmen als nächstes den Vektor x2 dazu. Der Vektor x2, der muss jetzt aber nicht senkrecht stehen. Also ich habe folgende Skizze dazu. Wir haben den Vektor xb1, den haben wir jetzt schon errechnet. Der hat schon Länge 1, wunderbar. Der Vektor x2, der muss jetzt nicht senkrecht stehen. Der ist linear unabhängig, zeigt auf jeden Fall in eine andere Richtung. Er muss aber nicht senkrecht stehen. So, Frage, wie konstruiert man denn aus dem x2 einen Vektor, der senkrecht steht? Und da benutzen wir eben die Projektion. Da nehmen wir die zur Hilfe. Also, wir errechnen jetzt hier die Projektion. Das wäre dieser blaue Vektor hier unten. Und wie kriegt man jetzt diesen roten? Den wollen wir ja haben, der dann senkrecht steht. Aus diesen beiden Vektoren heraus, ja, man wähle einfach x2 minus die Projektion. Das heißt, dieser Vektor geht dann in diese Richtung und dann landen wir bei einem senkrecht stehenden Vektor. Also nochmal, a2 definieren wir uns als x2 minus die Projektion, dieser blaue Vektor. Und dann steht a2 senkrecht auf b1. Und ja, noch zwei Sachen. Das hier ist ja die Formel für die Projektion auf die Projektion von x2 auf b1.
Da muss man, das ist ein Vielfaches von B1 und mit diesem Skalarprodukt davor. Das ist eigentlich die Formel, ich zeige es Ihnen nochmal von oben. Diese hier, wenn ich nur einen Vektor habe, dann hatte ich es ja auch direkt angegeben. Das war auch diese Formel hier. Bei einem einzelnen Vektor die Projektion von y auf x, das schreibt man als Sigma x, y, x. Und wenn jetzt x noch die Länge 1 hatte, ist dieser Nenner hier auch noch 1. Dann haben wir eigentlich genau das hier. Und das y minus p, also das y war bei uns unten das x2 und die Projektion habe ich angegeben durch diese Formel und die steht natürlich senkrecht, dieser Vektor, auf dem x. So verhält sich das nochmal. Genau. Also die Differenz steht senkrecht und das ist die Formel der Projektion. Diese zwei Sachen wollte ich jetzt noch sagen. Und dann haben wir wunderbar einen Vektor, der senkrecht steht. Das ist diese Formel. So errechnet man sich diesen Vektor mit Hilfe der Projektion. Dann hat er aber noch nicht unbedingt Länge 1. Ja, dann müssen wir ihn diesen Vektor a2 noch normieren. Also wieder das Normieren geht dann wieder so, wir nehmen den Vektor a2 her und teilen ihn durch die Länge. Dann haben wir wieder Länge 1 und das ist dann unser zweiter Vektor, der orthogonal auf b1 steht und ebenso Länge 1 hat. Also wir haben jetzt ein Orthonormalsystem b1, b2. Und das iterieren wir jetzt. Jetzt nehmen wir als nächstes den Vektor x3 von oben her. Wie schaut dann da dazu das Bildchen aus? Also wir haben bisher die Vektoren b1 und b2. Die liegen hier, b1 und b2, nee, andersrum, war das b1, das ist das b2. Und mein Vektor x3, den ich jetzt dazu nehme, das ist dieser hier. Der ist, wie gesagt, muss linear unabhängig sein, dass er aus dieser Ebene jetzt raus zeigt. Wenn es nicht linear unabhängig gewesen wäre, dann würde er schon drin liegen. Dann könnte ich kein ONS mehr machen. Aber weil linear unabhängig ist, zeigt er eben aus der Ebene raus. Und der steht aber noch nicht senkrecht zu dieser Ebene. Der steht noch nicht senkrecht auf den Vektoren b1 und b2. Gleiches Problem wie hier oben. Was machen wir? Ja, wir berechnen wieder diese blaue Projektion auf diese Ebene, erzeugt von b1, b2. Das errechnet man dann als diesen roten Vektor folgendermaßen. Man nehme wieder die x3 minus die Projektion, also minus den blauen Vektor. Da komme ich genau zu diesem roten Vektor. So ist die Idee. Und formelmäßig schreibt man das dann genauso auf. X3, das ist dieser Vektor. X3 minus die Projektion. Und die Projektion, wie errechnet man die? In dem Fall brauche ich ja die Projektion von x3 auf den Unterraum b1, b2. Also auf diese Ebene hier in dem Fall. Ja, und diese Formel, die haben wir uns auch überlegt. Das war, ich zeige es Ihnen oben nochmal, diese hier. Die Projektion von in dem Fall y auf x1 bis xn, da haben wir die Formel aufgeschrieben. Und wenn man eben, unten hatten wir x1 und x2, dann haben wir halt eine Summe Sigma x1. Hier steht auch x1 und das war mein x3 hier unten im Satz. Da nicht durcheinander kommen. Entschuldigung, hier war es b1. B1, das war mein x3. Da hatte ich ja schon das Orthogonalsystem b1, b1. Und y war unten im Satz das x3. Und dann habe ich noch den zweiten Summanden, i gleich 2. Da habe ich dann B2 hier stehen. Ja, ich zeige es Ihnen nochmal unten. Das war diese Formel. Also hier Sigma x3 b1 b1, Sigma x3 b2 b2. Dann habe ich x3 auf b1 b2 orthogonal projiziert. Okay, das ist einfach diese Formel hier. So kommt die zustande. Denken Sie an dieses Bildchen hier. Wunderbar, dann habe ich den Vektor a3, der jetzt senkrecht steht auf b1 und b2. So muss es ja sein. Das habe ich mir überlegt, auch soweit die Projektion definiert. Na, die steht dann auf allen senkrecht. Also dieses y minus p, das was ich hier unten als a3 definiert habe, das steht senkrecht auf den anderen Vektoren x1 und x2. Oder unten b1, b2. So war das hier. Was fehlt mir jetzt noch? Was fehlt mir noch? Dieser muss noch nicht Länge 1 haben. Dann normiere ich ihn einfach noch. Also ich nehme das a3 her.
was ich mir hier errechnet habe, und normiere es einfach noch. Und dann habe ich meinen dritten Vektor im ONS. Und das iteriere ich eben, bis ich bei xn ankomme. Und das ist sozusagen, das ist mein dritter Schritt, bis zum nth Schritt, habe ich es jetzt hier genannt. Dann berechne ich mein an. Dann nehme ich meinen letzten Vektor dazu. Xn nehme ich dazu. Gleiches, das kann man leider nicht mehr zeichnen, weil das ist dann höherdimensional. Aber die gleiche Idee. Ich nehme den Vektor xn minus die Projektion von xn auf alle vorhergehenden. Und das wären b1 bis bn minus 1, also auf diesen Unterraum. Und der ist dann n minus 1 eindimensional. Den kann ich aber nicht mehr so schön zeichnen. Genau, die Formel dafür, Projektion von xn auf b1 bis bn minus 1, ist dann diese hier. Summe von i gleich 1 bis n minus 1, Sigma xn, ja, bi, bi. Und ich gehe eben bis n minus 1. Da hatte ich in der Vorlage, hatte ich das n minus 1 vergessen. Okay, und dann xn minus diese Projektion steht dann wieder senkrecht auf allen b1 bis bn minus 1. Dann habe ich einen Vektor an, der senkrecht steht auf all diesen Vektoren. Und wunderbar, dann muss ich ihn nur noch normieren. Also auf die Länge 1 zurecht kürzen. Und das geht dann, indem ich durch seine Länge teile. Ich nehme dann dieses an her, das ich hier errechnet habe, und teile durch die Länge. Und dann habe ich meinen letzten Basisvektor. Genau. So funktioniert das Verfahren. Klar, Sie müssen eigentlich nur diese Formeln wissen und dann das einfach durchführen. Aber die Formeln, wenn man die alleine sieht, weiß man vielleicht gar nicht mehr, was man da eigentlich berechnet. Haben Sie vielleicht immer dieses Bildchen im Kopf, dann können Sie sich die Formel auch dann ganz schnell wieder herleiten. Also ich weiß die auch nicht auswendig, aber ich mache mir dann immer eine kurze Skizze und dann weiß ich, wie die Formel war. Sofern Sie die Formel für die Projektion natürlich wissen, die müssen Sie auf jeden Fall auswendig wissen. Gut, der Beweis. Ich habe eigentlich schon alles mündlich erzählt. Ich noch mal kurz aufgeschrieben. Das ist klar. Da AK ist ja jeweils das XK minus die minus PK. Was war PK? PK war die Projektion von XK auf das ONS B1 bis BK minus 1 für alle, ja, i zwischen 1 und k liegt das, steht dieser Vektor dann senkrecht, das habe ich ja schon erzählt, ne? Weil die Differenz der beiden ist dann immer das hier. Das haben wir eigentlich da oben, also das haben wir, die Projektion erfüllt eben das. Das haben wir ja hier gesagt. Das zeige ich Ihnen auch nochmal. Die Stelle oben, so war die Projektion definiert, dass sie senkrecht steht auf diesen Dingen. Das war die Definition der Projektion. Da steht eigentlich alles hier. Also die Differenz von dem Vektor, den ich projiziere, minus die Projektion, steht senkrecht auf allen x, i. Und unten sind das meine bi's. Ja, also steht senkrecht und normiert habe ich es auch. Dann bekomme ich, dann sind meine bi's wirklich ein ONS, das ich mir daraus konstruiert habe. Das b1 bis bn, das dann hier rausfällt, ist ein ONS. Dann wollen wir das einmal anwenden. Folgende Übung. Gegeben drei Vektoren im R hoch 3, x1, x2, x3. Wir wollen uns daraus ein ONS bzw. eine ONB vom R hoch 3 berechnen. Also die sind hoffentlich linear unabhängig, sonst könnte ich das Gram-Schmidt-Verfahren gar nicht anwenden. Dann kommt da hier ein ONS raus, aber wenn ich dann drei Vektoren habe, dann sind sie automatisch auch eine Basis vom R hoch 3. Aber aufgepasst, vielleicht noch eine Anmerkung. Das Gram-Schmidt-Verfahren, das funktioniert wirklich auf einen allgemeinen euklidischen Vektorraum. Also diese Skizze, die ich immer gemacht habe, die habe ich jetzt im R-Quadrat oder R hoch 3 da gemacht. Sie können aber auch Polynome haben und hier zum Beispiel das Skalarprodukt mit dem Integral, was ich Ihnen gezeigt habe.
Kann hier auch sein. Da geht es aber dann genauso. Hier haben wir dann hier an der Stelle, wo kommt das Sigma überall vor? Vielleicht nochmal kurz. Das kommt vor, in der Längenberechnung kommt das Sigma vor. Das Skalarprodukt kommt hier vor. Und natürlich, wenn ich die Projektion berechne, da kommt das Sigma dann auch vor. An den zwei Stellen müssen Sie halt dann das jeweilige Sigma hernehmen. Und sonst die Formeln funktionieren genauso. Gut. Genau. Ja, R hoch 3 zusammen mit dem Skalarprodukt Sigma A. Das war ja dieses x transponiert a y. Jetzt will ich es aber mal mit zwei verschiedenen Skalarprodukten machen. Wieder mit dem Skalarprodukt mit der Einheitsmatrix. Das ist ja das Standardskalarprodukt. Da habe ich es nochmal aufgeschrieben. Das Sigma mit der Matrix, der Einheitsmatrix. X, y ist ja dann folgendes, das ist ja dann x transponiert, die Einheitsmatrix mal y, das ist ja, die Einheitsmatrix kann ich einfach weglassen, das ist einfach x transponiert mal y und das ist ja das Standardskalarprodukt. Also hat man auch schon öfters, aber kann man nicht oft genug wiederholen. Also das liefert das Standardskalarprodukt. Dagegen b, das ist nicht das Standardskalarprodukt, da habe ich halt dann nicht die Einheitsmatrix, sondern da steht dann diese Matrix hier dazwischen. Jawohl. Und Sie sollen jetzt das Gram-Schmidt-Verfahren anwenden auf diese drei Vektoren. Einmal mit dem Standardskalarprodukt, einmal mit einem anderen Skalarprodukt. Dann wollen wir diese Aufgabe jetzt lösen. Ja, also wie gesagt, zuallererst müssen wir prüfen beim Gram-Schmidt-Verfahren, ob die Vektoren auch wirklich linear unabhängig sind. Weil wenn sie das nicht sind, überlegen wir mal kurz, was passieren würde. Nehmen wir mal an, bei dem hier, dass das x3 eine Linearkombination von b1 und b2 wäre. Ja, dann wäre ja das bereits in der Ebene drin. Dann wäre das x3 gleich die Projektion. Ja, dann kommt nämlich dann, was kommt dann für a3 raus? x3 minus die Projektion von x3, das wäre auch x3. Dann hätte ich x3 minus x3. Und dann käme hier 0 raus. Und das ist dann immer ein Hinweis, wenn der Vektor dann 0 wird, wenn der Vektor a in dieser Bezeichnung a, wenn der 0 wird, dann heißt das, die waren nicht linear unabhängig. Okay? Das passiert, wenn die linear abhängig gewesen wären. Da wird irgendein a 0 dann. Gut, das wollte ich auch noch sagen. Aber genau, wir prüfen es nach. Sind die denn linear unabhängig? Nur dann kann ich ja ein ONS bestimmen. Wie berechne ich, ob drei Vektoren im R hoch 3 linear unabhängig sind? Da könnte ich zum Beispiel die Determinante von diesen drei Vektoren berechnen und schauen, ob das 0 ist oder ungleich 0. Wenn ungleich 0, dann sind sie linear unabhängig. Wenn es gleich 0 wäre, dann wären sie linear abhängig. Und ich könnte gar kein ONS berechnen. Okay? Also nicht dann aus 3. Aus dreien. Oder Sie könnten alternativ einfach loslegen. Das wäre die andere Alternative, dass Sie sich das sparen. Und in dem Moment, wo ein a 0 ist, zum Beispiel das a3 ist 0, dann wissen Sie auch, die waren ja linear abhängig. Würde ja auch funktionieren. Gut, aber hier passt alles. Hier sind Sie linear unabhängig. Und wir legen los. Also wir müssen im Endeffekt nur diese Formeln hier hernehmen. Also a1 wählen wir einfach als x1 her. b1, wir müssen den Vektor normieren. A2, wir machen den Vektor, nehmen den Vektor x2 her, machen den minus die Projektion und dann normieren wir das Resultat und iterieren einfach. Also immer den nächsten hernehmen, minus die Projektion auf die vorhergehenden Bs und dann noch normieren. Genau, wir haben unten drei Vektoren, damit genau die Schritte 1, 2, 3 hier. Jawohl, also den ersten Vektor hernehmen, das wäre dieser hier. Und dann normieren wir diesen Vektor. Also B1 ist dann das A1 hergenommen und normiert. Hier wunderbar, ich habe das Standardskalarprodukt. Da berechne ich die Länge einfach über den Pythagoras. Wurzel aus den Quadraten der Einträge. 1 Quadrat, 1 Quadrat, 0 Quadrat. Aufgepasst, das macht man dann gerne immer, ohne darauf zu achten, was das Skalarprodukt ist. Also bei der B ist das was anderes. Ne? Werden wir gleich sehen. Mal den Vektor. Also 1 geteilt durch die Länge, mal den Vektor. Da gibt dann hier 1 durch Wurzel 2 mal der Vektor. Und das ist mein erster Vektor aus dem ONS. Also der ist normiert, hat Länge 1. So, dann der
Dann nehme ich meinen zweiten Vektor her. Also mein a2 ist mein zweiter Vektor, das ist dann der x2 hier. Dann nehme ich den hier her, minus die Projektion auf den Vektor b1. Also x2 war dieser Vektor hier, minus. Jetzt muss ich das Skalarprodukt von x2 mit b1 machen. x2 ist noch der Vektor nochmal. Das ist jetzt das Skalarprodukt, dieser Kringel hier. Und der Vektor b1, das war dieser Vektor hier. Der Vektor b1 ist dieser hier. 1 durch Wurzel 2, 1, 1, 0. Mal b1, mal der Vektor b1. Mal der Vektor b1 ist wieder 1 durch Wurzel 2 mal b1. Ja, also da würde ich den Vorfaktor nicht rein multiplizieren, weil dann wird es unnötig schwer. Diesen Vorfaktor aus dem Skalarprodukt, das ist ja bilinear, ich kann aus der rechten Seite das Ding rausziehen. Also ich ziehe den hier raus und multipliziere den mit diesem Vorfaktor. Da kommt dann raus 1 durch Wurzel 2 mal 1 durch Wurzel 2 ist ein halb. Da habe ich jetzt hingeschrieben, diese beiden ergeben zusammen den Vorfaktor ein halb. Und dann berechne ich das Skalarprodukt 1 mal 1. Wie gesagt, ich habe hier das Standard-Skalarprodukt. 1 mal 1 plus 0 mal 1 plus 1 mal 0 ist 1. Also das Skalarprodukt mit dem ist der Vorfaktor 1. Und dann sehen Sie schon, ich muss diesen Vektor minus 1 mal 1 halb bleibt 1 halb, minus 1 halb mal diesen Vektor machen. Was kommt dann da raus? Habe ich hier hingeschrieben, also diesen Vektor minus 1 halb mal diesen Vektor. Und ja, 1 minus 1 halb ist 1 halb. 0 minus 1 halb ist minus 1 halb und 1 minus 0 bleibt 1. Also das ist mein Vektor A2 hier. Und den muss ich jetzt noch normieren. Also der steht senkrecht auf diesem hier, hat aber noch nicht unbedingt Länge 1, deswegen muss ich ihn noch normieren. Das heißt, ich mache den Vektor A2 geteilt durch seine Länge. Und die Länge muss ich halt, das ist ein halb Quadrat, minus ein halb Quadrat und 1 Quadrat. Ne? Das ist dann das hier. Und da kommt dann raus 2 Drittel davon die Wurzel. Das habe ich rausbekommen. Ja, also ein Viertel plus ein Viertel sind ja 2 Viertel, das ist ein halb. Plus 1 sind es dann 3 halbe. Davon der Kehrwert ist 2 Drittel. Jawohl. Gut. Dann habe ich schon meinen zweiten Vektor von meinem ONS. Wunderbar. Jetzt noch den dritten. Da brauche ich dann, wie gesagt, die Formel von da oben, diese hier. Oder das ist ja die allgemeine Formel. Die Summe von i gleich 1 bis 2, wenn wir im dritten Schritt sind. Genau, ich nehme meinen dritten Vektor her, x3, minus die Projektion von x3 auf b1 und b2. Und das ist eben das hier. Die Summe von i gleich 1 bis 2, dieses Skalarprodukt bi mal der Vektor bi. Jawohl, da müssen wir mal einsetzen. Das ist ein bisschen Rechenarbeit jetzt wieder, aber ja, schwer ist es vom Prinzip her nicht. Das ist halt einfach in Formeln einsetzen. x3, was war mein Vektor x3? Das war dieser hier, 0, 1, 1. Den schreibe ich da hier hin. Minus, jetzt kommt die Summe. Ich habe zwei solche Terme, also i gleich 1 und i gleich 2. Also hier muss ich den Vektor x3, den gleichen hier nochmal hinschreiben und der kommt dann auch gleich hier nochmal hin. Dann Skalarprodukt b1 mal b1, Skalarprodukt b2 mal b2. Also b1 war ja der hier, da oben, dieser hier. Den muss ich hier und hier hinschreiben. Und b2, das war ja dieser hier, den muss ich hier und hier hinschreiben. Genau, ich habe wieder den Vorfaktor stehen gelassen, weil der kommt nämlich immer doppelt vor und dann wird, weil hier entstehen durch die Längenberechnung immer Wurzelausdrücke, weil die Länge ist immer die Wurzel vom Skalarprodukt, da entstehen immer Wurzelausdrücke und wenn man den hier zweimal stehen hat, dann hat man immer diesen Vorfaktor quadriert, dann stehen am Ende, sehen Sie, also ich nehme das 1 durch Wurzel 2, ziehe ich aus dem Skalarprodukt raus. Mit dieser 1 durch Wurzel 2 ist er quadratisch, dann ist es ein halb, dann fliegen die Wurzelausdrücke wieder weg. Deswegen lasse ich den immer gerne stehen. Und auch hier genauso, die Wurzel 2 Drittel mal die Wurzel 2 Drittel ergibt 2 Drittel. Und dann kann ich hier das Skalarprodukt 0, hier das Standardskalarprodukt 0 mal 1
plus 1 mal 1 plus 1 mal 0, da bleibt eine 1 übrig, dann fällt das Ding hier nämlich stark zusammen, wie Sie sehen. Schaut hier ganz wild aus, aber ist dann ganz schnell ausgerechnet. 0 mal 1 halb fliegt weg, 1 mal minus 1 halb plus 1 ergibt plus 1 halb, genau, und die 2 Drittel. Was bleibt dann insgesamt übrig? Das fällt dann schnell zusammen. Das ist dieser Vektor minus, hier bleibt als Vorfaktor 1 halb übrig, mal dieser Vektor. Und hier ist der Vorfaktor 1 halb mal 2 Drittel, kürze ich die 2 weg, das ist dann 1 Drittel, mal dieser Vektor. Jawohl, und jetzt muss ich dann diesen Vektor minus die Summe der beiden Vektor einfach ausrechnen. Also einfach das addiert und dann hier abgezogen von diesem Vektor. Das habe ich jetzt mal ausgelassen. Als Ergebnis kommt daraus 2 Drittel minus 1, 1, 1. Und dieser Vektor A3, der steht senkrecht auf B1 und B2. Jetzt muss ich ihn aber noch normieren, also auf Länge 1 kürzen. Das geht dann wieder, ich teile durch die Länge, also ich nehme den Vektor 2 Drittel minus 1, 1, 1 her, 2 Drittel minus 1, 1, 2 Drittel minus, 2 Drittel minus 1, 1, 1 und teile ihn durch die Länge. Und da können Sie den Vorfaktor auch stehen lassen, weil den können Sie, wenn Sie den damit reinschreiben würden, den können Sie dann innen ausklammern und das Quadrat mit der Wurzel fliegt weg. Der kürzt sich dann immer automatisch weg, dieser Vorfaktor. Und es bleibt eigentlich minus 1 Quadrat, 1 Quadrat, 1 Quadrat übrig. Das sind diese drei Einsen hier. Und das ergibt dann Wurzel 3. Also 1 durch Wurzel 3 mal der Vektor minus 1, 1, 1. Kommt dann hier raus. Und wir sind fertig. Also wir haben unser ONS B1, B2, B3. Also B1, B2, B3 ist dann unser ONS. Und weil es drei Vektoren sind im R hoch 3, die sind ja auch linearunabhängig, weil sie ja orthogonal stehen, dann ist es auch wirklich das B hier, die Basis. Wir haben nicht nur ein ONS, sondern eine ONB vom R-Quadrat, vom R hoch 3 bezüglich diesem Skalarprodukt mit der Einheitsmatrix. Das ist ja dann das Standardskalarprodukt. Und so funktioniert das. So. Bei der Aufgabe B, die funktioniert genauso, aber aufgepasst, da haben wir jetzt ein anderes Skalarprodukt mit dieser Matrix hier, also x transponiert, die Matrix A ist dann eben nicht die Einheitsmatrix, sondern diese Matrix hier, dann schaut das Skalarprodukt anders aus. Wo ändert sich's? Kurz mal nachgedacht, an welchen Stellen muss ich was anderes machen? Ja, bei der Längenberechnung hatte ich ja vorhin auch schon gesagt, hier muss ich was anderes berechnen, hier mache ich die Wurzel aus Skalarprodukt von A1 mit sich selbst, wobei ich jetzt das andere Skalarprodukt habe. Bei der Längenberechnung ändert sich es und natürlich überall, wo ich hier diesen Kringel, das Standardskalarprodukt habe, habe ich dann unten das allgemeine Skalarprodukt. Schauen wir es uns an. Also ich habe es Ihnen nochmal aufgeschrieben. Wie schaut denn hier mein Skalarprodukt aus? Das ist Sigma A von x, y. Das ist ja allgemein das hier, das x transponiert mal die Matrix A mal der Vektor y. Das schaut ja hier so aus. Wir sind ja hier im R hoch 3, x1, x2, x3, y1, y2, y3. Das sind meine beiden Vektoren, das x transponiert und das y. Und die Matrix A war hier so gegeben. Ne? Das war diese Matrix hier. Ja, dann könnte man das einfach jetzt ausrechnen. Und wir wissen ja schon, wie das zustande kommt. Ja, das ist dann bei x1, y1 ist der Vorfaktor 1, dann der hier ist 0, dann habe ich hier x1, y3, da steht dann der Vorfaktor 1 und so weiter. Das habe ich Ihnen hier einfach mal ausgeschrieben. Also die 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 2, die kommen dann eben hier so vor. Und immer die Position verrät dann hier an, wo das der Vorfaktor ist. Das haben wir uns ja auch mal überlegt. Beispiel, nochmal die beispielhaft dieses hier, das wäre ja dritte Zeile, erste Spalte, da muss das bei x3, y1 stehen. Das ist dann diese 1, x3, y1. Genau. So, jetzt können wir entweder das natürlich immer neu berechnen oder wir benutzen diese Formel hier. Ja, wie auch immer. Ich zeige es Ihnen, wie man das jetzt berechnet. Vom Prinzip her das Allergleiche.
Also man startet mit dem Vektor x1 und dann muss man den noch normieren. Da berechne ich zuallererst die Länge von dem Vektor a1. Das habe ich jetzt extra gemacht, damit, ja, damit, sonst wird es hier zu lang. Die Länge von dem Vektor a1 ist dann Wurzel aus Skalarprodukt a1 mit a1. Das ist ja allgemein so definiert, die Länge. So, jetzt habe ich hier aber dieses komische Skalarprodukt. Entweder Sie machen das hier oder das. Das müssen Sie halt ausrechnen. Sie müssen hier x1 ist 1, x2 ist 1, x3 ist 0, y1 ist 1, y2 ist 0, y3 ist 0. Dann müssen Sie das einfach einsetzen hier oder hier. Und dann kommt dann eben Wurzel 2 raus. Habe ich jetzt mal ausgelassen. Ich habe es vom Prinzip her, wie es funktioniert, wollte ich Ihnen erklären. Rechnen sollen Sie es auf jeden Fall mal selbst. Und jetzt mache ich die B1. Den muss ich jetzt normieren, den Vektor a1, ich nehme den Vektor her und teile ihn durch die Länge. Den Vektor und die Länge war ja Wurzel 2, 1 durch Wurzel 2. Und hier ist es zufällig das Gleiche. Ja, könnte aber was ganz was anderes sein. Also diese Länge hat nichts mit der Länge da oben zu tun. Mit der Länge hier. Das ist hier zufällig das Gleiche. Gut, dann bei a2. Dann nehme ich mal Vektor x2 minus dieses Skalarprodukt mal b1, also die Projektion, das hier ist ja die Projektion von x2 auf b1. Ja, aufgepasst, an dieser Stelle muss ich auch wieder das hier berechnen. Ja, das hier oder das hier. Das habe ich jetzt alles pink unterstrichen. Da ändert sich es auch. Muss ich halt dann genauso rechnen. Aber aufgepasst, ich mache nicht dieses Skalarprodukt natürlich, sondern ich habe dieses Skalarprodukt. Rechne ich dann diesen Vektor aus und dann muss ich auch die Länge berechnen. Hier auch wieder aufgepasst. Dann habe ich auch wieder das andere, dieses Skalarprodukt, das pinke Skalarprodukt. Da kommt dann hier Wurzel 3 raus. Ich glaube, spätestens hier sieht man, das ist was anderes. Ne? Das ist hier erstmal der Vektor ist ganz ein anderer. Also senkrecht stehen heißt hier auch ganz was anderes. Da kommt ein ganz anderer Vektor raus bei A2. Hier war das A2 und hier habe ich einen anderen Vektor A2. Weil senkrecht stehen ist hier mit diesem Skalarprodukt was anderes wie oben. Und die Länge ist auch anders. Dann kommt insgesamt dieser Vektor B2 raus und jetzt sehen Sie schon, wie der Hase läuft. Bei A3 muss ich halt dann an diesen beiden Stellen das wieder ändern. Kommt dann dieser Vektor raus und bei der Längenberechnung auch wieder aufpassen. Anderes Skalarprodukt, dann kommt diese Länge raus. Und insgesamt bekomme ich dann das B3 hier raus. Und mein ONB bezüglich dieses Skalarprodukts ist dann ein anderes ONB. Eine ganz andere ONB. Also aufpassen, welches Skalarprodukt Sie hernehmen. Später werden wir auch noch mal einen ganz anderen Vektorraum nehmen. Das kommt dann in den Übungen. Wir werden dann auch mal den Vektorraum der Polynome nehmen. Dann haben wir hier ein Polynom, hier ein Polynom, hier ein Polynom. Und als Skalarprodukt ist das dann zum Beispiel das Integral vom Produkt der Polynome. Das ist dann ein Skalarprodukt. Da haben wir schon mal ein Beispiel gesehen. Das kommt aber später.